Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Banger. Ja, ich habe eh mit Crit gestartet, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ich mache das einfach nochmal. Wir gehen rein. Ich hoffe, ihr habt den letzten Banger gesehen. Und ich hoffe, ihr seid ready für Sonntag. AMD Grind Challenge, 5 Tage lang richtig schön eskalativ Tryhard Action. Wird auch viele Videos hier wieder geben. Ich glaube, 8 sind geplant. Und dann gucken wir mal, was geht. Ist das eigentlich dein Smurf? Nee, das ist mein Aufnahme-Account. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Grind Challenge auf meinem... Auf dem hier mache oder auf dem APG Just TFT? Da bin ich mir noch nicht sicher. Nichts hiervon sieht man gerne irgendwie, ne? Meine Grundregel ist ja, nur jeder zweite Banger darf Lagoon sein. Ja, das sind leider wenig Pärchen, die wir hier haben. Also, Sechu finde ich am Anfang immer mega nice. Ansonsten wenig Übereinstimmung. Ich denke, ich würde hier auf Jade gehen. Jade als Option zu haben, ist ganz gut. Aber müssen wir halt Nahhitten oder Jax. So. AP. Ist aber sehr zäh. Also wir haben 2 Lagoon-Units, 2 Jade-Units, ein Sejo und ein Estreal. Vielleicht verkaufen wir den Estreal, weil der passt am wenigsten rein. Falls wir jetzt irgendwie ein Astral-Unit kriegen, könnte ich den Skarner stattdessen holen, I guess. Ah, das ist ja Pain. Ich habe quasi jetzt keine 2- oder 3-Cost-Unit bekommen, sondern im Endeffekt nur 6 Gold. Oh. Kladdert meint damit allerdings natürlich sehr lecker. Was passiert denn, wenn ich da jetzt drüber laufe? Oh, ich habe actually Gold bekommen. Das sollte man also niemals machen. Ich sollte jetzt nicht leveln. Ich krieg jetzt 3 XP am Ende der Runde. Dafür habe ich aber 3 Tier-1-Champions bekommen. Jetzt hat die Frage, wie sehr geht man hier auf Economy, ne? Weil ich könnte auch 3 Astral spielen, I guess. Sonst ein Pärchen bilden. Schimmer-Scale ist noch nicht gespielt, oder? Würde es richtig gerne spielen, aber wir wissen nicht, wie ich es aufbauen soll. Ja, werde ich ja. Wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ich spiele das halt eigentlich immer nur, wenn ich irgendwie früh einen Voli aus einer Box kriege oder so. Aber das ist einfach noch nicht passiert im neuen Set, um ehrlich zu sein. Aber es hat gar keinen Bock bis jetzt. Ich überlege echt, ob wir Full Economy gehen und halt 3 Astral-Units spielen. Dann kriegen wir ja immer diesen Orb noch extra. Dann könnte es halt ein bisschen extra Money geben noch. Und dann einfach versuchen, so schnell es irgendwie menschlich möglich ist, Level zu pushen. Dann vielleicht den ersten Drake einfach durchspielen. Ich glaube, da bin ich mir auch echt gar nicht sicher. Ansonsten bietet sich hier natürlich jetzt auch eine Warrior-Comp schon sehr an, ne? Also Warrior hat schon anders Bock. Ist das hier eine Olaf-Runde? Weiß wirklich nicht. Aber wir haben halt einen Wukong 2 und einen Olaf früh. Das könnte schon sehr angenehm sein, ne? Das Mirage. Pirate's Greed. Boah. Ich weiß doch gar nicht, was das bedeutet, aber ich freue mich einfach. Könnte jetzt in 2, 3, 5 gehen, ne?
Was spielt man? Man spielt Skana, ne? Ich denke, man spielt einfach Skana. Die Overlay-Frage wurde schon beantwortet. Das ist Tracker.gg. Falls es gut, wenn man super early in Stage 3 eine Deja hätte, das ist nicht so nice. Ich glaube, es ist generell nicht so nice, aber ich bin einfach Mercenary-süchtig und Riot hat es mir weggenommen. Mensch, ich bin echt gespannt, was der wohl für ein Dragomancer spielt, ne? Wird das vielleicht ein Nuno? Ich wäre schockiert. Fun Fact, Jace Dragomancer würde ich gerne spielen. Aber das kann sehr cool sein. So, wir haben jetzt eigentlich ein bisschen CC dabei über den Wukong und über die Seju. Das heißt, vielleicht haben wir in Overtime Luck und hitten den CC einmal so hintereinander. Wie ist jetzt auch wahr? Aww. Grina, das war sehr sweet. Aber leider hat es nicht funktioniert. Ist inzwischen eigentlich auch ein Counter zu Nuno. Naja, der beste Counter zu Nuno ist Nuno spielen. Und dann können es weniger andere tun. Ja, ansonsten habe ich auch noch nicht so viel im Angebot. Also tatsächlich ist Yasuo der Counter. Aber ich habe zum Beispiel letzte Woche auch verkackt, mein Board dann auch so aufzustellen, dass ich das hinkriege. Spielen wir ja Raid 2 oder gebe ich lieber meinen Olaf im BF? Ich glaube, ich spiele Raid 2. Im BF. Schon sehr weird, aber. Habe ich eine dritte Jade-Unit? Nee, ne? Ich habe Karma. Spielt man den Karma über Rail 2? Auf gar keinen Fall. Ne? Wait, warum verliere ich das? The fuck? Wait, ist AP Crit Jax einfach broken? Ich bin so confused. Ich bin irgendwie, ja, ehrlich überrascht, dass wir so weak sind, ne? Also Raid 2 scheint einfach keinen Unterschied zu machen. Olaf ist generell natürlich jetzt nicht die stärkste Unit. Aber es überrascht mich schon. Okay. Wir wollen jetzt eigentlich nicht in Skana 2 bilden, weil der kostet uns einfach nur mehr Gold auf der Bank. Den über Jax zu spielen, bietet sich jetzt gar nicht so krass an, weil wir gleich Level 6 wären. Can you please die? Thank you very much. Ich schaffe mal einen Platz auf der Bank, falls hier eine Unit raus will. Das ist ein Sunfire at least, ne?
Okidoki, würde ich sagen. So far, so good. Yes, we're doing this. Alle anderen Items sind irgendwie so ein bisschen meh. Was hatte ich gesagt, was ich spielen will? Ich habe mich noch gar nicht festgelegt, ne? Wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, vielleicht Deja zu spielen. Könnte auch Cloud of Mind into Xayas spielen, ne? Eigentlich ein halbwegs decent Xayas-Setup gerade. Ich denke, Xayas ist hier wahrscheinlich sogar das Beste. Xayah mittlerweile natürlich eigentlich auch nicht mehr mit QSS spielt, aber ich würde es wahrscheinlich hier einfach machen. Cluttered Mind mit High-End Shopping. Ist für Warriors hier eine legitime Comp? Boah. Bin schon sehr weit von guten Items weg, ne? Also, like, so richtig weit. Es ist schwer zu sagen, ob ich mit High Warriors stärker gewesen wäre, aber Fakt ist, ich bin jetzt nicht besonders stark. Aber ich habe auch High-End Shopping genommen, also ich habe ja einen Economy-Trade quasi. Das heißt, wir sollten einfach möglichst viele Legendary spielen oder so ein Scheiß. Sowas? Maybe? Oh mein Gott, selbst schon Dragomancer nur noch. Wie kreativ. Wenigstens hat er falsche Items gegeben, also. Gibt Hoffnung. Ist halt wirklich, also es ist schwer für mich zu sehen, was die Endkomp ist. Kannst du den Oxbridge schon erschießen, welche Stufe das letzte haben wird? Es gibt eine Tabelle mit Wahrscheinlichkeiten, ja. Also, im Sinne von, wenn das Augment das ist, diese Seltenheit hat, dann wird das danach höchstwahrscheinlich dieser Seltenheit haben. Aber ich habe die Liste nicht im Kopf und auch nicht offen. Also kann ich es dir leider nicht sagen.
Ist halt echt so eine Sache, also Graves zum Beispiel zu spielen oder so, wäre ja alles gar nicht so bad. Ich hätte wahrscheinlich Rally hier kicken können, ne? Ray kicken und Jax spielen für Jade 5. Hat vielleicht eine Option. Oh, Blue Battery mit Oxium Arc klingt aber auch schon wieder absolut disgusting. Wir verlieren jetzt eine ganze Menge. Aber ich sehe auch nicht, wie ich es ändern könnte. Also, gerade sind wir, glaube ich, auch einfach weak. Also, wie gesagt, Jade 5 ist wahrscheinlich ein Ticken besser. Aber halt auch nicht viel besser. Ups. Ich hätte die Kaiser nicht verkaufen sollen. Ich hätte die Bank ein bisschen billiger haben können, wenn ich es besser aufgestellt hätte. Phil, danke dir ganz herzlich für den Raid. Dankeschön. Wir sind gerade in einer Cluttered Mind High-End Shopping into. Wir kriegen richtig auf die Fresse Runde. Aber mit potenziell den Turn gleich. Aber, also, AP Jax ist einfach broken, oder was? Das ist ja so stupid. Hab ich vorher noch nie gesehen, aber das sieht ja ganz wild aus. Aber ich habe einen 4er Loose Streak in die Wölfe rein. Das ist tatsächlich sehr gut. Ich hatte gar nicht vor, Shiryu zu spielen, aber what can I say? Riot zwingt mich. Shiryu 2. Das Ding ist, es gibt eigentlich kaum eine Comp, wo Shiryu actually gut ist, so, ne? Also in den Shapeshifter-Comps ist er okay. Ich kann ihn wahrscheinlich mit den Pantheon-Items spielen. Oh. Ah, ich nehme das Gold einfach. Ich hätte natürlich jetzt schauen können, was da für Units drin sind, aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich zu viel von meiner Bank hätte verkaufen müssen. Auf wie viel ist denn unser Olaf mittlerweile? 36. Schon eine Menge, ne? Ist schon eine ganze Menge, ja. Bank verbilligen hier auf jeden Fall wieder sinnvoll. Und dann gehe ich in 4-3 ein Level hoch erst, ne? Ich habe ganz weirde Items, ne? Also die sind halt in keiner Welt brauchbar eigentlich. Ich könnte halt Olaf mit Randomized Items spielen, aber das klingt ja auch schon wieder wie der härteste Grief. Oh, yes, baby. Yes. Shiryu wurde halt auch deswegen so hart genervt, weil er ja so simpel Jade enabled. Und deswegen ist er halt als Main Carry wahrscheinlich auch nicht mehr so brauchbar. Aber wenn ich jetzt auf Warrior gehe... Ist der Olaf hier echt eher Beiwerk dann? Oh Gott. Sowas? Oder man spielt halt jetzt einfach die Drakes, ne?
Ich denke, was macht denn Yasuo mit der Range? Weiß es gar nicht. Fällt mir das schwer. Also ich könnte Shyvana mit Infinity jetzt schon Spellcut spielen. Das auf jeden Fall strong ist. No doubt. Aber ich könnte auch Deja spielen. Wodurch wir Mirage 4 hätten. Was für die Economy natürlich auch noch extrem geil wäre. Oder ich spiele halt einfach 4 Warrior durch, aber dann bleibe ich auf dem Setup, ne? Also ich spiele vielleicht statt Sidus was anderes. Dann habe ich halt echt weirde Items. Aber ich meine, es funktioniert schon, ne? Es funktioniert auch ein bisschen besser, als ich erwartet hätte. Also ich habe ja quasi Scope Weapons bekommen und instant läuft das Game 200% besser. $200 ist wahrscheinlich sogar noch tief gestapelt. Das Ding ist einfach nur, es gibt halt eigentlich keine Welt hier, wo ich Olaf 3 spiele. Sondern ich müsste jetzt eigentlich 9 gehen, 10er Odds spielen und dann Legendary Spam. Und dann spiele ich Soraka für Jax, Yasuo für Yona. Nein. Yasuo für Wukong. Dann kann ich aber nicht mehr. Es gibt halt nicht so viele Legendaries, die in mein Lineup passen, ne? In Penta, danke dir. 20. Monat, das wahre Alter. Oh mein Gott, Lee Sin ist sehr gut gegen uns, glaube ich, hier. Mädchen, du stellst dich in der Ecke und spielst gegen Lee Sin. Endlich habe ich dein wahres Alter erreicht, ja. Ich weiß echt nicht, ob 9 gehen so geil hier ist. No idea, ja. Ich kann auch einfach nochmal für eine Drake Comp gehen. Zweimal hintereinander. Ich meine, Shyvana 2. Ah, ich habe aber auch keine AP mehr, ne? Ich meine, Shyvana 2 ist obviously insane, ne? First Place kann man ja anyway nicht werden, ne? Wir haben Nunu-Spieler. Wobei der Nunu ja nicht mal auf 3 kriegen würde, das ist leider einfach egal.
es könnte Best Setup sein. Okay. Weiß hätte ich noch nicht, also ich kann Sidus rausnehmen. Und ihn spielen. Aber ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ne? Ich könnte Terra spielen. Also wenn ich das so spiele, kann ich als Orakel für Jax noch spielen. Aber ich glaube, es ist schon sehr smooth, ne? Also ich weiß nicht, ob Terra hier tatsächlich ein Problem von mir löst. Jax ist kein Warrior. Jax ist nur dafür Jade 5. Da wäre so arg halt obviously besser. Vierer Whisper ist halt hier auch noch sehr, sehr sick. Therapeut, weil nicht alle Felder letzte Reihe sind. Tatsächlich ist aber relativ egal. Die 10% der Attack-Speed sind für Terra wurscht. Dann hätten wir halt irgendwas, was mal vorne drin steht, ne? Wie viel Stacks hat Olaf? Der hat schon eine ganze Menge. 48, der ist 12-mal gestorben. Das ist schon echt sehr, sehr viel. Die Fights sehen halt so dumm aus, ne? Wenn meine Units so aus 7 Kilometer was machen. Ja, ich glaube wirklich so Rakai rein und dann Siphon 2. Sieht wäre noch eine bessere Lösung. Also ich könnte halt einen anderen Drake spielen. Statt Siphon halt Terra. Das wäre wahrscheinlich was. Und dann habe ich keinen Whisper mehr. Runter auf 3 Jade. Na, ist aber ein Warrior dabei, ne? Das ist sehr schwer. Oh mein Gott. Bei letzten. That's really bad. Der. Ah! Ich bin nicht ganz. Wahrscheinlich müssen wir dann jetzt rollen, weil der Rest jetzt gerade nochmal stärker geworden ist auch. Ja, I guess. Oh mein Gott, er ist einfach raus. Und er hat Lee Sin 3 gehittet und ein Dragomancer Emblem bekommen und hat jetzt 6 Dragomancer. Ich denke, er gewinnt. Ich glaube, er ist gerade sehr, sehr sad. Und ich kann es nachvollziehen. Ja, also wir wären hardcountered von dem. Also so astronomisch hardcountered.
glaube, das ist mein bestes Counterplay. Der spielt die Drake Comp. Und der spielt Dragomancer Nunu. Fucking hell, ey. Das ist ja alles Pain. Ich kann halt Jade komplett droppen, ne? Könnte Jade komplett droppen, um stattdessen Legendaries zu spielen. Aber let's be honest, der Bonus der Textbild ist schon sehr, sehr nett, ne? Ja, der countert einfach meine Comp, so. Und dadurch, dass er jetzt leider ein Dragomancer-Emblem bekommen hat und nicht Central gehittet hat, können wir quasi nur die Lobby gewinnen, wenn jemand den besiegen kann. Und es kann ihn jemand besiegen, actually. Nämlich der Drake Boy. Ich fände es aber persönlich jetzt schon sehr, sehr angenehm, wenn ich jetzt nicht jede Runde gegen den fighten müsste. Hätte ich gesagt, was noch fehlt, Soraka, ne? Sagen, dann rollen wir mal für Soraka, aber die hatte direkt Bock. Ich glaube, es löst halt kein Problem, zu spielen. Ich meine, das schafft auch keine neuen, so ist es auch nicht, ne, aber es ist schon echt nicht hilfreich. Die Bart-Ult scheppert. Ah, er gewinnt leider einfach die Lobby, ne? No! Ich will doch auch! Bitte jetzt nicht gegen ihn. Wenn ich gegen wen anders zu weak bin, I take it, ne? Aber nicht gegen meinen absoluten Astro-Hard-Counter hier. No! Oh, Gott sei Dank, ist es gar nicht. Okay, ist es nicht. Ah, er hat meinen Olaf. Ja, es ist nicht gut. Shyvana ist gestorben, bevor sie geultet hat. Das ist sehr gut. Und er zieht nicht gut aus, ne? Olaf! Zieht durch! No! Nicht dein Ernst! Oh mein Gott! Das kann nicht wahr sein. Weil der Olaf zerfeuert wurde, kannst du keinem erzählen. Oh. Aber will ich trotzdem nehmen, ne? Also Scope Weapons ist ja ein kleiner Traum von uns allen, ne? Und es war so eine close Lobby, ja. Es war wirklich bitter, dass halt einer die Sin 3 hatte, weil das ist einfach so hart meine Comp-Counter. Und gegen alle anderen war es, glaube ich, drin. Hier hätte ich halt einfach Siphon oder Plastiken changen sollen. Ich habe Sapphire gesehen, dafür die Seite gewechselt, aber heute sind auch sehr viele Zuschauer dabei, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger. Das Wort ja doppelt sehen. Aber insane close. Ich glaube, Olaf Teil wäre es halt echt gewesen, aber ich Level 10 gehen war es halt irgendwie auch. Und ich fand die Comp auch eigentlich cool. So mit Siphon noch dazu und Shiyu, die profitieren ja beide von der Range. Vielleicht hätte ich das Super BT auf Yasuo machen sollen. Da dachte ich halt noch, dass Olaf hier vielleicht mehr reißt als er, weil er so viele extra Stacks hat. Er hat hier locker 60 AD plus, was halt insane ist. Naja, aber für mich ein Banger. Ne? Auch wenn es ein Vierter ist, ich weiß, Banger sind normalerweise eher so Top 2, aber
Ich fand Scope Weapons war schon immer ein kleiner Traum. Deswegen, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Den nächsten Banger gibt es morgen natürlich wieder um 11. Und denkt dran, AMD Grind Challenge ab Sonntag. Peace out.